Freunde, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus Stuttgart. Wir führen heute die Uhrenhändler-Serie weiter. Solltet ihr das Video aus Frankfurt noch nicht gesehen haben, dann könnt ihr das jetzt gerne hier nachholen. Wir sind in Stuttgart, stehen jetzt vor Willi Rotfuß. Wir schauen uns mal ein paar Uhren an. Wir werden ein bisschen mit dem Max reden, der nicht nur viel Ahnung von Uhren hat und diese Uhren hier verkauft, sondern auch einen eigenen YouTube-Channel hat, bei dem es sich ums Thema Uhren dreht. Und von daher ein bisschen erzählen, ein bisschen was anschauen, hoffentlich nichts kaufen. Also kommt mal mit. Gute! Hi, servus, Janik. Na? Hi. Wie, du hast schon ein Mikrofon an, was soll denn das? Ja, ich weiß nicht, ich hab das eigentlich immer an. Das freut mich wirklich sehr. Ja, also mich auch. Wir sind schon länger auf Social Media in Kontakt, so ist das halt zwischen Influencer-Freunden. Ne? Und deswegen freut es mich wirklich sehr, hier zu sein, hier sein zu dürfen. Ich habe auch schon ein bisschen was für dich vorbereitet, weil ich habe ja schon mitgekriegt, was du vielleicht sehen willst bei mir. Mein Wunsch ist es, außergewöhnlich um uns zu sehen, nicht halt so diesen Standard-Hype. Also das, was ich hier im Schaufenster gesehen habe, da werden wir auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall was Schönes sehen. Alles klar. Deswegen nicht rumsitzen, ne? Ich will Uhren sehen. Ich habe hier einmal für dich das vorbereitet. Ist eine 4100 BA. BA steht immer für Gelbgold. Hat einen Stammbuchauszug, also keine Originalpapiere, aber war quasi bei Audemars Piguet und hat quasi einen vollständigen Stammbuchauszug bekommen. Okay. Deswegen wissen wir auch, dass sie aus Oktober 1973 ist. 73? Ja. Wir hatten jetzt eine Probefahrt in einem Porsche 924. Ja, habe ich gesehen. Super cool. Ja. Deswegen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es hier nachholen und bitte auch abonnieren, damit wir weiterhin so wunderbare Menschen auf diesem Kanal zeigen können. Die Uhr ist 7 Jahre älter als der Porsche. Gut, Band ist ein bisschen groß, ne? Aber guck mal auf das Hemd. Damit dann im Porsche. Ja. Ne? Damit in dem Porsche 924, schön Arm raus und den ganzen Girls hinterher. Der war in Braun, gell? Ja, in so einem dunklen Braun. Das war cool. Das ist so, auch wenn du den Unterschied dann zu der da hier sehen willst, die Schließen haben sich verändert. Die Schließe ist hier einfach noch ein bisschen filigraner gearbeitet, ist nicht ganz so modern, wie es dann eben hier so ab den, ich glaube, so Mitte der 90er Jahre geworden ist. Man würde jetzt auch hier denken, dass es hier Stahl ist, was in der Mitte verarbeitet ist, weil es Silber ist, aber es ist Weißgold. Das ist Weißgold. Okay. Das ist einfach der Schließenmechanismus, der in der Zeit so benutzt wurde. Die hier ist dann komplett aus Stahl? Die ist komplett aus Stahl, aber da ist schon wieder ein anderer Schließenmechanismus. Ah, ja. Genau. Den haben die aber leider auch wieder verändert zur heutigen Zeit, weil heute hast du ja diese Butterfly-Schließen bei den APs. Auch wie bei den Cartier, ne? Genau. Also diesen ganz beiden Seiten reindrücken. Was ich aber halt, ich würde den da immer bevorzugen, weil der so super slick hier verschwindet im Band. Die hat mehr Komplikationen. Hat quasi bei der Mondphase Tag und Datum, also ist quasi eine Day-Date sozusagen mit Mondphase und hat die Referenz 25594. Mhm. Und es ist Stahl. Ist Stahl, genau. Die hat dann quasi als Zusatz normalerweise immer ST noch hinten dran. Steht dann für Stahl. Gut, kann man sich, glaube ich, das gleich kann man merken. Sich ganz gut merken. Sind die gleich groß? Nein. Ich glaube, die hier müsste eine 35er sein und das da müsste eine 36er sein. Okay. Aber wir können es einfach mal kurz abmessen. Ja, 36. Ja, und 35. Okay, also ein Millimeter. Aber ich finde auch tatsächlich, das ist auch kein Beinbruch bei der Uhr, dass sie ein Ticken kleiner ist. Weil ich finde, eine Golduhr muss nicht so groß sein. Dadurch, dass so eine Golduhr insgesamt schon ein bisschen, mit mehr Schmackes kommt, finde ich, dass die in der Größe eigentlich ganz, ganz nett ist. Ja, die ist süß. Weil die Royal Oaks wirken ja eh auch immer ein bisschen größer. Ich finde es auch cool, dass die so ein rhodiumfarbenes Zifferblatt hat, weil das, weißt du, es ist nicht so hart weiß oder blau oder sonst was, dass es so in so eine extrem andere Farbe reingeht, sondern es wirkt echt dezent und du kannst es super cool kombinieren eigentlich mit allem. Was hast du noch? Worauf hast du Bock? Auf was Altes, auf was Neueres, auf was richtig Teures? Dann muss ich, glaube ich, in den Keller kurz. Wir warten hier. Super, bis gleich. Also da kannst du mal reinspickeln. Ewiger Kalender in Roségold. Ich meine, eingestellt. Ich muss selber mal gucken, die ist eingestellt, oder? Bevor ich euch jetzt einen Blödsinn erzähle. Die Aquanaut der Chrono ist von letztem Jahr und die wird noch produziert. Und dann haben wir noch einen ewigen Kalender von Genau, Patrick. Das ist eine 5970 in Weißgold. Die wird definitiv nicht mehr gebaut. Das sind wahrscheinlich 41 mm. Das ist 41 mm. Ja, dann haben wir auch mal. Und das ist Rosé. Das ist Roségold. 41 mm, die moderne, große Royal Oak und die 35 mm. Ja. Von 1973. Und ich hätte noch was in 39 mm in Gelbgold. Chef, wie sollen wir das denn hier alles machen? Ist ja gar kein Platz. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt in der Kamera auch gut sehen, den Unterschied. Man sieht es schon. Ja, das ist so ein bisschen wärmerer
Roségoldton und das ist halt dieses typische klassische Gelbgold. Ja, nee, aber auch die Größe. Also ja. Auch wenn es jetzt wieder nur ein Millimeter ist, so wie bei Es sind tatsächlich 2 Millimeter, 39 Millimeter, 41 Millimeter. Aber man sieht vor allem auch den Unterschied von den aktuellen Uhren. Die sind einfach ein bisschen höher und massiver gebaut. Und die alten sind einfach ein bisschen slicker und filigraner gebaut. Ja. Ja, die hatten wir uns auch in Frankfurt angeschaut. Ja. Die war, die ist auch erheblich schwerer. Ja. Krass. Ja, da ist mehr Material dran und einfach auch das Uhrwerk ist auch noch mal ein ganzes Stück mehr. Die ist aber auch gut in Schuss. Die ist super, also auch das die Band. Hatte ich bei Audemars Piguet zum Service. Mhm. War, ich glaube, 1,5 Jahre weg. War richtig teuer. Anderthalb Jahre, ja. Die Uhr sieht halt jetzt aus wie neu. Das ist schon ein anderes Kaliber am Handgelenk. Ja. Ist schon geil. Welcher ist dein Favorit? Mein Favorit? Die da hier. Das ist nämlich schon eine relativ moderne 15202, ganz genau. Geiles Ding. Ich glaube 2008 Baujahr. Und ich sage euch, warum das meine Lieblingsuhr ist, weil die nämlich eigentlich das vereint, was die hier vom Kopf quasi haben. Also schon dieses moderne Design und auch schon ein bisschen die modernere Machweise, auch mit dem Glasboden. Aber sie hat noch die alte Schließe. Weil mir gefällt es wesentlich besser mit der Schließe als mit den zwei Drückern, die rechts und links rauskommen. Die 15202 hat auch 39 mm. Genau. Ja, 15202 wollte ich immer mal sehen. Die Uhr ist, die am nächsten am Original von damals dran ist. Ja, ich hätte noch eine 5402 da. Das ist die Originale von damals. Sollen wir die auch noch aus dem Keller holen? Na ja, also jetzt geht's so richtig los. 5402 und es ist die Nummer, also A-Serie, also erste Serie, wo gebaut wurde und die Nummer 911. Hätte es gut zum Porsche gepasst. Ja, auch. Das ist nicht zu deinem, nicht zu dem, aber zu einem 911er zumindest. Das auf jeden Fall. Guck mal, wie flach diese Uhr ist. Wow. Wow. Ja, ich finde von allen ist es tatsächlich die schönste, weil die hat auch keinen Sekundenzeiger mit drauf. Die 15202 hat auch keinen. Ja. Eigentlich hat nur die da hier einen und die da hat halt eine kleine Sekunde. In welchem Rahmen bewegen wir uns hier von dem Original? Damaliger Listenpreis oder wie sie jetzt verkauft wird? Also damaliger Listenpreis, kann ich sagen, war glaube ich 2.500 Schweizer Franken. Was damals unheimlich viel Geld war, weil für das Geld hast du Anfang der 70er Jahre eine Vollgolduhr bekommen. Und jetziger Preis? 150 plus. Okay. Die hat aber auch diese... Guck mal, das Einfachste ist tatsächlich, bei dem du die schließt, dann gehst du hier mit dem Finger drunter. Ah. Wie gesagt, was bei der halt echt das Coole ist, das ist die 911 produzierte Royal Oak. Das ist quasi das erste Original, das ist das Original. Genau. Die Nummer 911, die die Fabrik verlassen hat. Uhrengeschichte an meinem Handgelenk. Ja, angefangen hat es mit der da hier bei den APs bei mir. Okay. Obwohl, stimmt nicht. Stimmt tatsächlich nicht. Angefangen hat es mit der da hier. Die habe ich, glaube ich, 2000. Wo sind die denn alle her gerade? Das ist eine Dual Time. Müsste auch Mitte der 90er Jahre sein. Die habe ich dann, ich glaube, irgendwie 2016 oder 17. War das so die erste AP, wo ich mir selber irgendwie für mich gekauft habe. Mhm. Und damals war das halt auch, da hat man noch irgendwie um 4.500 Euro gesprochen bei so einer Uhr. Die hat keiner wollen. Das hat wirklich keiner wollen. Vor allem nicht mit einem weißen Blatt und als Dual Time und in 36 schon gar nicht. Ich fand die richtig cool. Dieses Zifferblatt geht auch so leicht so ins Eierschalenfarbe. Ja. Dann hatte ich irgendwann mal, ich glaube 2018, die Chance, diese 15202 zu kaufen. Und da saß ich schon am Computer und habe das Ding eingepflegt und habe Bilder gemacht gehabt und habe Beschreibung gehabt und muss nur noch aufs Knöpfchen drücken, dass sie online geht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich die Uhr schon mal irgendwie ein halbes Jahr vorher hatte und sie dann verkauft habe und mir irgendwie in den Arsch gebissen habe, weil ich die echt gut fand. Und es war irgendwie so eine Woche vor meinem Geburtstag und da dachte ich, komm, scheiß drauf, ich behalte die jetzt. Wenn mir die Kohle nicht reicht, dann verkaufe ich sie halt wieder. Und irgendwie habe ich sie dann behalten können. Das war dann quasi das Nächste, was mich gehuckt hat. Es ist wieder eine andere. Das ist wieder eine andere. Das ist eine 5402. Hey, das ist eine 5402 mit so einem Tropical-Zifferblatt. Also im Prinzip die gleiche wie Prinzip wie die da hier, nur das ist eine C-Serie. Und ich meine, es müsste irgendwie 1976 Baujahr sein. Mhm. Und da ist halt das Blatt abgefahren. Das Blatt ist richtig, richtig cool. Das Blatt ist super gut. Das wird immer besser. Siehst du, deswegen wie freue die, ich mich wie hier die sein quasi, wie die, wenn du die irgendwie in der Sonne draußen anhast, sieht die richtig, richtig gut aus. Das war Januar 2019, habe ich die Uhr gekauft, wollte sie einschicken. Dann habe ich das quasi über meinen Audemars Piguet-Konzessionär quasi angeleitet und habe gesagt, du, ich will die Uhr einschicken, bla. Und sie gesagt, ja, Herr Rotfuß, das ist okay, aber Sie dürfen die Uhr einschicken,
Aber wir sagen ihnen, wann sie die einschicken dürfen. Weil die machen irgendwie nur 2 Uhren im Monat. Und dann hat sich das, glaube ich, auch wieder 1,5 Jahre oder so gezogen, bis ich die Uhr quasi zur AP schicken durfte. Und dann war die, ich glaube, 8 Monate, 9 Monate weg. Ja, hat so viel gekostet, wie wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, eine Omega kaufen will noch zusätzlich. Das glaube ich. Aber sie haben sie super schön gemacht. Sie haben einen Stammbuchauszug dazu gemacht. Ich habe kilometerlang E-Mails schreiben müssen, dass sie mir nicht das Zifferblatt wechseln, die Zeiger und die Datumscheiben, weil dann wäre die Uhr kaputt gewesen eigentlich. Also für einen Sammler. Und am Schluss hat aber alles funktioniert. Und es ist noch alles original? Ist noch alles original. Zum Beispiel sowas ist auch cool. Das ist dann jetzt wieder ein bisschen Rolex. Sehr, sehr geil. Wollte ich mir auch mal kaufen. Aber die Root Beer Version davon, ne? Nur ohne Rubinen. Das sind alles GMTs. Super geil. 1675 Referenz, beide. Okay. Mhm. Beide Referenz 1675. Die da hier, wie gesagt, ganz späte 60er. Ich müsste gucken, späte 60er. Späte 60er? Ja, späte 60er. Anfang 70, ich glaube eher so 68, 69. Unterscheidet sich von der da hier einmal, wie gesagt, unter dieser Zeiger, der Stundenzeiger, wird hier quasi Concorde-Zeiger genannt, weil er einfach ein gerader Zeiger ist. Und bei den ganzen späteren Rolex-Sportmodellen haben wir ja immer diesen Mercedes-Stern als Zeiger. Ja. Ah, stimmt. Das ist das, was es unterscheidet. Hier war es eigentlich so, dass später immer matte Zifferblätter waren. Und das ist tatsächlich noch ein lackiertes Zifferblatt, also ein Stella-Zifferblatt. Ist Stella? Ja, ist ein Stella-Zifferblatt. Aber wird bei der Uhr nie so richtig so benannt. Die bunten Stella-Dials von damals haben ja jetzt auch die Oyster Perpetuals quasi in ihrer Farbgebung inspiriert, oder? Ja, also genau. die bunten Zifferblätter. Der Hersteller vom Lack hieß Stella. Ich dachte immer, das ist quasi ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nur die lackierten Blätter von Rolex waren immer die Stella-Zifferblätter. Ja, und das ist ein Stella, aber nur das eine. Also ich weiß nicht, ob es von Stella quasi gemacht ist, aber es ist halt ein lackiertes Zifferblatt aus der Zeit. Und wie gesagt, normalerweise müsste es ein Stella-Zifferblatt sein. Sehr geil. Und wir hatten ja schon Thema Gelbgold und Vollgold. Ja. Mein Favorit, Stahl, Rosé, beziehungsweise nee, ist auch gelb. Stahl-Gelbgold. Stahl-Gelbgold, ja. Das ist der Vorreiter von der Root Beer, aber halt als Stahl-Gelbgold. Aber mit der Besonderheit, dass hier genau Ruby-Diamonds drin sind. Ja. Drei richtig schöne Uhren. Genau, Nippeldial. Sind beides Nippeldials. Ja. Siehst du halt, dass die Leuchtmasse nur minimal oben drauf quasi gesetzt wird. Das ist so, genau. So, das ist. Dann haben wir hier Day-Dates. Genau, eine 18038. So ein Marmor-Zifferblatt, ja. Das ist ein Ammonit-Zifferblatt. Das ist quasi aus einem alten Fossil quasi Scheiben rausgeschnitten. Super. Deswegen schön. Also ist quasi ein Stein-Zifferblatt sozusagen. Was da immer so das Spezielle ist, von 10 Blättern sind immer nur so 2, 3 geglückt bei Rolex. Also die haben immer relativ hohen Ausschuss bei den Steinzifferblättern gehabt. Eine Uhr würde ich gerne noch sehen. Ja. Ein Heavy Hitter. Ich weiß nicht, die Jugend findet das da, glaube ich, cooler, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Zeig es gerne mal in die Kamera, damit die Jugend entscheiden kann. Die Jugend findet, glaube ich, das da hier cooler. Im Vergleich, beides Patek Philippe, natürlich beides komplett unterschiedliche Uhren. Ja, Aquanaut und es ist ein ewiger Kalender. Ist aber bestimmt kein Stahl. Das ist Stahl, doch. Das ist Stahl? Ja, Stahl und kostet 140.000 Euro. Pack ein. Alles klar. Das ist eine weiß-goldene Patek 5970. Das ist ein ewiger Kalender. Wurde produziert so, ich meine, bis 2018 oder 2019. Dann gab es mal ein Update mit so einem lachsfarbenen Zifferblatt. Aktuell gibt es die Uhr nur noch in Platin mit einem grünen Blatt. War damals, glaube ich, Listenpreis 120. Listenpreis ja, 120. Ja, klar. Ewiger Kalender. Sagt er, ja klar. Ja aber ja, klar. Ist tatsächlich so bei Patek. Alles, was so in die großen Komplikationen geht, geht irgendwo bei 100 los. Wenn ich die jetzt mitnehmen wollte? Würdest du sie bei mir momentan als günstigster Anbieter in ganz, auf der ganzen Welt bekommen mit 189.000 Euro. Ja. Ja, Schnapper. Ja, machen wir so. Gut. Ja. Ich finde die richtig schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eine der schönsten klassischen Uhren, wo ich so in der letzten Zeit auch selber am Handgelenk hatte. Vor allem, du siehst es auch nicht. Also wenn du jetzt irgendwie durch die Straße läufst, wird sich jeder denken, was hat denn der für eine Opa-Uhr an? Du siehst es tatsächlich nicht. Dann hast du einfach mal easy 189.000 Euro für die Uhr gelassen, okay? Und das ist tatsächlich, bei der muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da die Preise irgendwie wieder nach unten gehen. Man sieht es ja momentan irgendwie bei einer nagelneuen Daytona oder sowas, die waren zwischenzeitlich bei knapp 50.000 Euro. Du kriegst die Uhren mittlerweile irgendwie für 30.000 Euro. Sind wir schon bei 3? Ja, boah, ja, also so heftig. Keramik-Lünetten-Daytona kriegst du um 30.000 Euro mittlerweile. Entschuldigung? Ja.
Was ein wunderschönes Ding. Ja. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Die kann tatsächlich einiges. Wir sehen ja zum Beispiel, wie gesagt, bei den Sachen, dass die Preise echt rückgängig sind. Die Uhr ist sogar teurer geworden. Ja, die ist in letzter Zeit sogar noch mal teurer geworden. Aber hier hast du ja wirklich Handwerkskunst und also wirklich, das ist ja ein Kunstding. Allein, was wir jetzt hier vor uns haben. Super, super geil, super informativ. Cool, hat mich gefreut. Ich bin, ey, super geil, was du hier... Kommt gerne immer wieder vorbei. Das werden wir auch. Das werden wir auch. Das war bei weitem, eigentlich war das nichts, was im Schaufenster ist. Ja. Also wir könnten hier noch locker 2, 3, 4, 5 weitere Videos filmen. Also wenn ihr mehr sehen wollt, auch mehr von Max, dann gerne einmal auf seinem Account vorbeischauen. Und zum anderen können wir auch gerne nochmal zusammen Videos machen. Klar. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dann können wir uns auch mal irgendwie in Ruhe irgendwie zusammensetzen. Dann gucken wir, vielleicht wird mein Büro bis dorthin fertig. Oder so. Ich packe jetzt hier meine ganzen Uhren an, die ich dir ausgeliehen habe für das Video. Und ich gehe jetzt was Mittagessen. Wunderbar. Hier. Alles klar. Danke dir. Ne? Dann Ciao, sehen wir uns. Mach's gut.